Essen ist einfach lecker und gehört zu unserer Kultur. Diabetes haben heißt nicht, auf alles zu verzichten, was dir schmeckt, solange du ein paar Faustregeln beherzigst. Wir zeigen dir, wie du eine gesunde Mahlzeit zusammenstellst. Und zwar mit der praktischen Tellerregel. Und das geht so. Fülle die Hälfte deines Tellers mit Gemüse aller Art auf. Je bunter, desto besser. Lust auf was Frisches? Mach dir einen Blattsalat mit Gurken und Tomaten. Oder lieber doch was Warmes? Dann nimm Zucchini, Auberginen, Karotten oder Pilze. Wähle am besten saisonales Gemüse aus deiner Region. Widme ein Viertel deines Tellers den Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Kartoffeln oder noch besser Reis, Brot oder Nudeln aus Vollkorn. Das letzte Viertel gehört den Eiweißen. Gönn dir leckeren Fisch oder mageres Fleisch wie Hähnchen oder Kochschinken. Wenn du das nicht magst, liefern dir Tofu, Ei und Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen oder Kichererbsen gute Proteine. Nimm kleinere Teller für kleinere Portionen und genieße bewusst jeden Bissen. Denk daran, viel zu trinken, auch zwischen den Mahlzeiten, und zwar möglichst ungesüßte Getränke ohne Alkohol. Verwende gesunde Vollkornprodukte ohne Zusätze und gute Öle mit vielen ungesättigten Fettsäuren. Ab und an mal naschen ist auch völlig okay, mit Obst, Kuchen oder Salzgebäck. Der beste Nachtisch ist und bleibt aber Bewegung. In diesem Sinne, guten Appetit! Unterstützung findest du in der Selbsthilfe.